Muss ich mal ein Video zeigen? Pass mal auf, ich zeige euch mal ganz kurz ein Video. Lul, das von Dreamtime hat einfach 1 Million Aufrufe fast. Der Besuch im UFO. Wie funny. Sturmwaffel hat darauf reagiert, Leute. UFO Köln. Hier, UFO Köln. Adresse, YouTuber UFO Köln Adresse. Direkt. Direkt, direkt, direkt. Direkt. UFO Köln Vlog. Jetzt hier aus dem UFO aus. Ja, ja, hatten wir alle schon, warum. UFO Köln eingeben. Wo finde ich das denn? Es war doch ein so ein Typ, der, wir stehen vor dem UFO. Hier, schaut mal hier. Hier kann man sehen, wie arrogant... Da oben war unser Büro. Hier kann man sehen, wie arrogant. Ihr kleinen Mistkinder, Alter. Hier kann man sehen, wie arrogant YouTuber werden durch eine große Reichweite. Mhm. Genau, wir gehen jetzt einfach mal zum UFO. Genau, geht einfach mal ruhig dahin, Alter, weil wir arrogant sind. Weil wir arrogant sind, weil wir uns zusammen ein Büro angemietet haben. Klingelt aber, was sie machen. So, Leute. Ich zeige euch jetzt mal hier ein YouTube-Video. Die zeigen auch noch unsere Klingel, Alter. Natürlich sind das Kinder und ich habe da auch überhaupt keine Hard Feelings, weil die sau jung sind. Aber guck doch mal bitte. Das geht doch nicht. Und genau das ist der Shit, den Tanzi gerade in Madeira auch durchmacht. Wie die Leute hier sind. Sayuri. Kuss, danke, Mau. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das war bei uns ständig, Leute. Jeden Tag hat 20 Mal geklingelt. Wir haben Pizza dahingestellt bekommen, Dildos, alles. Und wir haben darüber nie gesprochen. Wir haben darüber nie gesprochen, weil wir wussten, sobald wir das adressieren, kriegen diese Leute die Aufmerksamkeit und machen noch mehr. Ey, genau das Gleiche. 20 Stories am Tag, oben aufs Fenster gefilmt. Kommt runter. Wir sind so, wie Paluten und so sind, Digga, auch noch so dumm zu sein, sich bei der eigenen Tat zu filmen, Alter. Wie kann man so braindead sein, Mann? Und wie easy und so ist und Revi. Ja, sieht man deren Tür. Wir zeigen euch jetzt. Ey, da haben Leute Hurensöhne an das Tor gesprüht. An das Garagentor, auf so Platten, die sau teuer waren. Und der Vermieter kam zu uns und meinte, yo, was soll das, was geht hier ab? Und das ist halt genau dieser Psychoterror, den ich meine, den Kilian halt auch so durch hat. Das ist so krank. Und wenn das halt eine Person ist, dann ist das aushaltbar. Aber wenn das ständig und immer wieder ist, dann ist das richtig krass. Und vor allen Dingen, wenn man da noch umzieht in 3500 Kilometer weit entfernt und dann noch Leute da hinkommen, das macht einen kaputt. Es ist, wenn man so aus Ferne hier hinkommt, um sich nur für sowas zu machen, ja, und sie dann nicht mal aufmachen. Digga, ich sehe das Video gerade das erste Mal. Und denke mir gerade, holy shit. Was, nicht mal die Mühe machen, aufzumachen. Bruder, wir arbeiten da. Das ist kein Merchandise-Shop. Das ist kein Fan-Treffen-Community-Center. Luck, wenn wir gesagt hätten, ey, wir wollen, dass ihr klingeln kommt, dann hätten wir vorne eine Kasse hingestellt. Hätte ihr jeder 1000 Euro mitbringen können, dann hättet ihr da klingeln können, hochkommen können. Ey, stellt euch mal vor, es ist 23.30 Uhr und ich gehe gerade aus dem Büro raus und da sitzt einfach ein Junge im scheiß Flur und sagt zu mir, ich sitze seit 6 Stunden hier. Ich so, sag, wie bist du reingekommen? Er so, ich bin in die Tiefgarage eingebrochen. Junge, Alter, was für nicht die Mühe machen, runterzukommen. Wir arbeiten da. Wir haben im YouTube-Haus gewohnt, Tanzabot wohnt da. Wir haben ein Recht auf diese Ruhe. Ja, jetzt zeigen wir euch das jetzt einmal. Ja, was, zeig uns. Ja, komm, zeig. Wahrscheinlich gehe ich sogar dran, weil ich immer der Einzige gewesen bin, der in die Klinge gegangen ist. Frame 5, Köln. Naja. Ja, tam lustig, Alter. Sie machen nicht mal die Tür auf, wenn man klingelt. Krass, warum machen wir nicht die Tür auf, wenn es klingelt, Alter? Vielleicht, weil ihr schon davor 200 Mal geklingelt habt, Alter. Was wollt ihr mit diesem Video beweisen? Digga, ihr begeht gerade eine fucking Straftat, Alter, und filmt euch dabei. Junge, wenn ich das damals gesehen hätte, Alter. Guck hier. Ja, ja, film nochmal bitte auf die anderen Firmen drauf, damit die genauso belästigt werden. Leute, wir hatten 2 Anwaltskanzleien da mit drin, ne? Unten ein Geschäft, ein Musiklabel, da drüber noch irgendwie ein Hersteller von so Notizbüchern. Die haben so sehr unter diesem Shit gelitten. Straftat, ja, weil Stalking einen Straftatbestand darstellt in Deutschland. Das ist, wenn man jemandem nachstellt, gezielt, ist das ein Strafbestand. Ihr wisst, was ich meine.
Ey, die anderen Firmen, Mann, wir mussten uns immer wieder rechtfertigen für unsere Fans. Wisst ihr, was ich meine? Hallo? Hallo? Können Sie bitte... Ah, oh, Sturmwaffel auch noch. ...runterkommen und ein Foto mit ihm, also mit uns machen. Hallo? Digga. Du gehörst halt der Öffentlichkeit, Pepega, oder? Just Dennis, danke für deine 5 Euro. Danke für das Kompliment, Bro. Dankeschön. Hier ist noch irgendwo... Hier hat einer... Jo, Leute. Steht auch da vor der Tür einfach. Steht da einfach... Wisst ihr, was ich meine, Leute? Hier sind überall, überall teilweise Videos und sowas. Da gab es sogar einen, der hat einen Vlog gemacht und er ist bei uns in die Garage reingekommen, Alter. Ah, das ist das Video sogar. Der ist da, glaube ich, es gab noch einen Vlog, wo jemand hinten in den Hinterhof reingegangen ist, Alter. Der steht, das hier oben war unsere, da ist mein Zimmer gewesen, da. Das war unsere Büroetage. Das Gebäude hier hinter mir, das könnte das UFO sein. Ja, und grinst dabei noch frech in die Kamera. Junge. Ich komm, Digga, ich sehe das jetzt erst alles, ne? Nafuli auf Reisen, Digga. Reisevlog wahrscheinlich, oder? Heute Teil 3, Köln. Zufälligerweise ins UFO. Das Schlimmste ist, Leute, stellt euch mal vor, ihr habt das, ja? Ihr seid mit 5 Leuten da zusammen, aber da zusammen und so weiter und so fort. Und ey... Ein Großteil, warum das UFO auseinandergebrochen ist, ist, weil es in der Öffentlichkeit nicht funktioniert hat. Weil Leute ständig dahin gegangen sind und uns abgefuckt haben und wir nicht unseren Scheiß haben machen können. Das ist mit, zumindest für mich, der Hauptteil gewesen, warum ich da weg wollte. Das war für mich auch der Hauptteil, warum ich aus dem YouTube-Haus ausgezogen bin. Weil dieses ständige abgefuckt werden, das Aufgeben von der Privatsphäre, nicht mehr im Rewe nebenan hingehen zu können, bla 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 bla. Das hat so einschneidend irgendwann ins Privatleben reingefickt, dass man einfach sich in der Wohnung verkrochen hat. Und ich bin nicht so ein Mensch, der die ganze Zeit zu Hause. Ich will rausgehen, ich will was erleben. So, wisst ihr, was ich meine? Und der Kerl nennt das einfach einen Reisevlog. Digga, das ist einfach nur, also... Schlimm ist auch Eltern. Eltern fahren dahin mit ihren Kindern. Die Kinder sind 12, 13, 14, teilweise 16. Und dann stehst du da draußen und gehst gerade irgendwie nebenan was zu essen holen oder so, keine Ahnung. Und dann ist deine Mutter... Und ihr sagt dir, ja, machst du ein Bild mit meinem Sohn? Ich sag, nein, nicht hier. Und dann sagt ihr so, warum? Das ist ja, weil wir hier arbeiten. Ja, aber mein Sohn hat gesagt, man kann hier hinfahren und hier Fotos machen. Ich so, ja, dann hat ihr Sohn gelogen, man kann hier nicht hinfahren und Fotos machen. Und dann sagt die zu mir, ja, aber wir sind hier 800 Kilometer gefahren. Sei doch jetzt nicht so, mach doch ein Foto. Ey, dann muss ich mir da den Gewissenskonflikt stellen. Mache ich jetzt ein Foto mit diesem Kind, weil seine Mutter fast am Heulen ist. Das Kind steht neben der Mutter und heult vor mir, weil es sein Idol getroffen hat. Junge. Digga, das ist einfach... Da muss ich mich dann noch rechtfertigen vor der Mutter und der erklären, Entschuldigung, ich möchte gerne hier in Ruhe mein Leben leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich arbeite hier. Nein, ich habe das Foto nicht gemacht. Und dann gibt es dann so Spezialisten, die da schon 3-4 Mal da waren und ich kenne die dann nicht wieder, ja, stehen vor dem Haus und ich sage, ich mache hier kein Foto. Dann warten die, bis ich um die Ecke gehe und sage, hier machst du aber jetzt ein Foto, weil das ist nämlich eine andere Straße. Leute, ey... Ich sag's euch, Mann, dass diese Eltern da mit diesen Kindern hingefahren sind. Das war im YouTube-Haus genauso. Leute, im YouTube-Haus gab es eine Person, die hat für 10 Euro, und das ist, oder für 5 Euro, ich weiß es nicht, mehr, auf jeden Fall gegen Geld, organisierte Touren gemacht. Vom Kölner Dom bis zu uns in den Hinterhof und hat dann, wenn die Tür hinten kaputt gewesen ist, noch die Tür aufgemacht, die Leute durch das Hausflur geführt. Das ist kein Joke. Das ist kein fucking Joke. Stellt euch sowas mal vor. Stellt euch mal vor, ihr lebt so 3-4 Jahre und dann zieht ihr nach Madeira und seid Tanzverbot und möchtet auch Ruhe haben und dann passiert das schon wieder. Digga, ich kann Monte verstehen. Ich war so kurz teilweise davor, ich war so angepisst teilweise und dachte mir, ich bestelle mir eine Paintball-Waffe und schieße einfach auf die Leute da unten. Natürlich habe ich das nicht gemacht und natürlich hätte ich es auch nicht gemacht, aber manchmal ist man dann so mentally fucked up, dass man nicht denkt, ich renne jetzt da runter mit einem scheiß Baseballschläger und schlag diesen Kindern ins Gesicht, wirklich. Es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade so sage, aber es ist einfach, glaube ich, nachvollziehbar. Und dass man dann, wenn man runtergeht und die zur Rede stellen möchte, mit kreichenden Kindern konfrontiert wird, die dann wegrennen, Alter. Die rennen dann weg und schreien, yeah,
Digga. Absolut. Absolut belastend, wirklich. Es ist einfach nur krank. Und egal, wo man hinzieht in Deutschland, es passiert immer wieder. Egal wo, es wird immer wieder herausgefunden. Es wird auch, glaube ich, nicht aufhören. Und das ist das Schlimme daran. Man kann so oft man will eine Ansage dagegen machen. Man kann so oft man möchte sagen, lasst uns in unserer Privatsphäre alle in Ruhe. Ihr habt da nichts verloren, nichts. Da ist eine klare Abgrenzung. Wir sind keine Freunde, sind wir nicht. Sind wir nicht, Punkt. So, auch wenn ich sage, hallo Freunde, wir sind keine Freunde, ja. Lasst uns unsere Privatsphäre. Es wird trotzdem immer und immer weitergehen. Und es hört nicht auf. Und da kann man sogar nach fucking Madeira ziehen und selbst da wird man noch abgefuckt, Junge. Ich bin jetzt mal gespannt, was dieser blöde Penner hier noch jetzt zu berichten hat hier, Digga. Ja, moin Leute. Neuer Tag in Köln. Heute ist Donnerstag. Und ich bin gerade auf dem Weg zu einem kleinen Café. Mhm. Ich hoffe, es ist gut. Soweit, okay. Geh zum Café, alles gut, ja. Denn ich brauche was zum Frühstücken. Ja, schön. Schöne Bilder, toller Kaffee, freut mich sehr für dich. Hoffentlich hat es dir geschmeckt. Leute, nach einem kleinen Kaffee, den ihr eben zu Gesicht bekommen habt, ja, befinde ich mich jetzt hier im Stadtgarten in schön. Köln. Schön, schöner Park, kann man hingehen, ganz toll. Und check mal die Lage. Ja, check mal die Lage. Recht schön, da hinten drehen die einen Film, habe ich gerade gesehen. Ja. Kann ich mich ja vielleicht mal so als unoffizieller Statist einmischen. Ja, so wie du bei uns einfach als unoffizieller Besucher vorbeigekommen bist, oder was? Hier gibt es auch relativ viel Schatten, also auch an sonnig heißen Tagen kann man hier, glaube ich, gut Zeit verbringen. So Leute, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Und zwar geht es in eine Straße, wo anscheinend ein Gebäude steht. Anscheinend ist da ein Gebäude, also ich habe gehört, also nicht, dass ich das wüsste und das vorher recherchiert hätte, und dass dafür einen Google-Eintrag gab im Internet, den wir alle zwei Wochen wieder löschen mussten, der immer wieder 500 Bewertungen hatte, wo Leute tatsächlich drunter geschrieben haben, war da, keiner hat aufgemacht, war da, keiner hat geklingelt, bla bla bla, Digga, Alter. Sein Nacken schief als seine Stimme. Du hast vollkommen recht, Alter. Was bekannt ist auf YouTube. Mhm. Und das auch noch in den Videos zu thematisieren. Liebe Freunde, ja. Für die Leute, die es nicht sagt, das UFO ist ein Büro, was... Ey Bro, dir nichts Böses. Ich hoffe, dass du das nachträglich wirklich bereust und ich will dich hier null anfallen. Aber du musst doch verstehen, dass sowas nicht in Ordnung ist, Alter. Musst du doch verstehen. Jetzt ist da wieder ein Clip entstanden, Kinder schlagen. Kommt da so ein Kontext. Danke an meinen Chat an der Stelle. Fünf YouTuber angemietet. Ey, ich möchte jetzt nicht, dass dieser Boy jetzt irgendwie in den Kommentaren oder sowas oder irgendwie auf irgendwelchen Social Medias von euch geshittalkt und angefeindet wird, ja? Er hat Scheiße gebaut, aber ich glaube, das ist ihm bewusst. Ich möchte nicht, dass der jetzt irgendwie von euch noch komplett auseinandergenommen wird, ne? So, das will ich jetzt hier an der Stelle nochmal sagen. So. Ja, jetzt ist der Kollege da. Jo, Leute. Das Gebäude hier hinter mir. Es könnte... Nein, es ist... das UFO sein, Leute. Ich habe mal ein Bild verglichen, was sie in ihren Thumbnails hatten. Bro, Alter. Und wir haben uns die ganze Zeit... Wir haben das die ganze Zeit ignoriert und totgeschwiegen. Die ganze Zeit... Haben wir nichts dazu gesagt, wenn es geklingelt hat, wenn wir Pizza hatten, Dildos, irgendwelche seltsamen Lieferungen, ich gestreamt habe, Leute davor standen, es waren die ganze Zeit Leute im Innenhof, wir haben ständig Stress mit der Hausverwaltung gehabt, es wurden Schmierereien an die Tür gemacht, das alles haben wir runtergeschluckt, weil wir gedacht haben, es wird dann weniger, aber es wurde einfach nicht besser und wir sind immer wieder möglichst nett runtergegangen und haben versucht, den Leuten zu erklären, ey, das hier ist privat, bitte lasst uns einfach in Ruhe. Und es hat trotzdem nicht aufgehört, Junge. Und auch von Videomaterial her, das Gebäude gegenüber, das blende ich jetzt mal kurz ein Bild ein. Das toll. Das könnte identisch sein mit dem Gebäude im Hintergrund von einem dieser Fotos. Das kann ich jetzt auch mal... Guck mal, Digga, das ist halt so krank, weißt du? Hier ist der Hausmeister, ja, hier ist Darius, unser damaliger Hausmeister. Den er natürlich zensiert, ja? Den er natürlich zensiert, klar. Bei uns klingeln aber den Hausmeister zensieren. Nice. Ja, der macht hier eine Heizung. Dann ist er hingegangen und hat das Gebäude im Hintergrund abgeglichen. Hat abgeglichen, ob das UFO ist. Hat er geschafft. Dr. Watson, starker Detektiv, Bro. Wirklich starker Detektiv. So. Wisst ihr, wie es im YouTube-Haus geleakt worden ist? Anhand der Fensterbänke. Wir hatten alle Gardinen, alle Jalousien, immer unten, damit nichts nach draußen kommt, nichts nach draußen gefilmt. Anhand der Fensterbänke und anhand meines Autos, was im Hinterhof stand. Ist das geleakt worden. Leute haben unsere Fensterbänke und unsere Fensterrahmen abgeglichen und sind in ungefähren Bereich abgelaufen, wo wir wohnen könnten. Das haben Menschen gemacht.
die haben da mehrere Monate an Arbeit drauf verwendet. Ey, da kann ich euch so viele Kopfhick-Stories zu erzählen, Mann. Einblenden so vergleichsmäßig. Hey! Das ist doch nicht, das ist doch eine Parodie, Alter. Das ist doch eine fucking Parodie. Das meint er doch nicht ernst. Seht ihr das? Wir haben oben alles zu. Wir haben überall Gardinen, damit wir unsere scheiß Ruhe haben. Digga! Das heißt, liebe Freunde, es könnte wirklich sein, dass das das UFO ist. Könnte. Also, die Sonne kommt natürlich wieder von der falschen Seite, aber ich laufe hier gerade über die Brücke, über den Mediaparksee. Und der ist eigentlich recht schön. Und danach kommen einfach, danach kommt einfach Footage von Schwänen auf den See, Digga. Diese Welt. Digga, also tut mir leid. Was. Ja. So heißt es, glaube ich. Hier ist so ein junger Mann, der ist eben in langer Hose, langer schwarzer Hose rumgelaufen. Ey, ich weiß nicht, wie man das aushalten kann bei dieser Hitze. Ich meine, ich schwitze schon bis zum Umfallen. Und Bro, Alter. Digga, also sorry. Leute, das ist doch einfach... Geht jetzt bitte nicht hin und nehmt diesen Jungen in den Kommentaren auseinander, ja? Sagt einfach gar nichts dazu. Ich suche noch ein bestimmtes Video, Leute. Da ist jemand in unsere Tiefgarage eingebrochen. Wir stehen vor dem UFO, das ist das UFO Köln. UFO Köln. Digga, da ist noch ein Video gewesen, was ich euch unbedingt... UFO über Köln, ich dachte gerade, das wäre es. Nee, ist es aber nicht. Wie heißt das Video? Irgendwer im Chat hat das doch gerade geschrieben, Leute. Ja, genau. Der war irgendwie ohne Ticket auf Video Days am Ende in Denas UFO. Der war Video Days, ne? Ohne Ticket, Video Days. War das er hier? Ist das nicht gewesen? Hallo. Weit zugestopfte Löcherei. Nee, ohne. Ich finde das noch, Leute, Jetzt bin ich Sherlock, Alter. Gamescom. Das ist ein Video, der ist Gewinnspielticket von mir. Ohne VIP. Wo ist denn das? Es ist offline, aber Sturmoffline hat nur drauf reagiert. Ist es offline oder wie? Ne, ich glaube, es ist offline. Ist offline, ne? Ja, gut. Sturmwaffel, ja, ist doch hier. Ich hab mir... Sturmwaffel. Ja, hier. Das ist dieser Typ, warte. Oh ja, jemand noch. Ohne Ticket als VIP. Ohne Ticket als VIP zu den Video Days. Nee, ist offline.
Ist egal, wir schauen kurz bei Freddy rein. Das ist Zufall und nein, die Adresse verraten wir nicht. Wichtig. Gut, wir gucken bei Freddys Reaktion, schauen wir das erstmal nicht. Sinn. Wir schauen uns hier auf jeden Fall noch ein bisschen um. Sieht ganz cool aus. Vielleicht treffen wir ja noch jemanden. Vielleicht treffen wir ja noch Weihnachten, Digga. Hier hinten stehen unsere Autos. Hier, das ist unser Hinterhof gewesen. Drauf. So. Jetzt stehen wir einfach im Innenhof vom UFO. Und das ist halt... Junge, Freddy wird wahrscheinlich jetzt genau das gleiche sagen wie ich, Alter. Seid ihr alle geisteskrank, Mann? Seid ihr alle geisteskrank? Seid ihr alle geisteskrank, Mann? Kann man nicht einfach seine verfickte Ruhe haben, Alter? Kann man nicht einfach seine Ruhe haben? Wisst ihr, was ich meine? Ist das so schwer zu verstehen, dass wir, klar, wir sind Personen der Öffentlichkeit, Personen öffentlichen Lebens. Unser Leben spielt zum Teil in der Öffentlichkeit, aber das bisschen Privatsphäre, was wir haben, würden wir auch einfach gerne für uns behalten. Es ist sowieso schon schlimm genug, dass man alles teilen muss quasi, ja? Wenn man sonst abgehängt wird. So ein bisschen wäre doch wenigstens der Grundrespekt, den wir haben. Und das geht auf sämtliche Lebensbereiche. Das hat... damit zu tun, dass Leute vor unserem Büro, vor unserer Arbeit, vor unserem Zuhause, vor unserem Fitnessstudio, vor unseren Lieblingscafés rumhängen. Das ist alles Teil dieses Ganzen. Aber das geht ja noch viel weiter. Es geht darum, dass diese Leute, die das machen, ähnlich wie bei Tanzverbot, den Druck aufbauen und das in die Online-Welt übertragen. Die schreiben dir dann, hey, ich kenne deine Adresse, schicken dir Fotos davon, schicken dir irgendwelche Dickpics und sowas und lassen dich einfach nicht in Ruhe. Und ich weiß, Leute, da spreche ich gerade für sehr, sehr viele Streamerinnen zum Beispiel und für sehr, sehr viele weibliche Content-Creator. Es gibt ein Mindestmaß an Respekt. Hört auf, einfach die Leute so sehr in ihrem privaten Umfeld zu belästigen. Verschickt keine Schwanzbilder. Rennt nicht zu den Leuten vor die Haustür. Lasst die Menschen einfach in Ruhe und versteht einfach, dass wir unsere verdammte Ruhe haben möchten. Dass wir gerne für euch Content machen, wir euch gerne unterhalten, aber wir sind nicht dafür da, dass ihr uns überall und die ganze Zeit greifbar haben müsst und abfacken sollt. Junge, ich rede wirklich schon wie Rezo. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Dass man das immer wieder erklären muss. Junge, also wirklich. Das ist, Freddy wird es wahrscheinlich auch nochmal gesagt haben. Was sagt er hier noch dazu? Das war jetzt nicht gewollt. Also das ist jetzt, Ich glaube ihm das, aber warum dann? Warum, Bro? Warum machst du das? Genau, was Freddy da sagt, Alter. Hier, erstmal Waffelbahn und Sub da lassen. Leute, wirklich. Wirklich, Mann. Also, YouTube-Haus... genau der gleiche Scheiß gewesen, Leute. Es war genau das gleiche, Mann. Wir hatten die ganze Zeit Leute da. Wir hatten die ganze Zeit Menschen, die uns abgefuckt haben, die uns auf den Nerv gegangen sind, die ständig bei uns vor der Tür hingen. Und ich verstehe, wie gesagt, dass das Tanzverbot da so reagiert, Mann.